geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier auf Black Fire Lecture. Heute zocken wir wieder Strange Souls Arena-Modus und danach werden wir The Forest spielen. Viele kennen das Spiel schon, das Spiel ist uralt. Und ich muss sagen, ich habe mich dabei wahrscheinlich so einscheißen. Ich habe richtig Angst. Gleich kommt Leon noch dazu, mit ihm werden wir spielen. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis er da ist. Der wollte sich noch was zu futtern holen, aber vielleicht ist er auch schon da. Mal sehen! In der Zeit können wir nochmal unsere ganze Belohnung ab. Oh, Friend Point! Ja. Jetzt gucken wir mal eben. Ich wollte gehen und Abi Rama nochmal hochbringen. Ja, Terre! Auf Max Level. Schön für die Soul Orbs. Und ich hoffe, auf dem Soundtrack hier ist kein Copyright. Selbst wenn, dann passiert eh nicht viel. Okay, ja, tatsächlich, wir müssen eigentlich nur hochleveln. Ja, dann spielen wir doch gerade in der Zeit meine Face. Ja. Prepare for Battle. Wir spielen das Team. Und dann gehen wir auch rein in den Kampf. Ist wahrscheinlich noch am Auto gestellt. Ich fahre momentan ziemlich viel offscreen. An Orbs und sammeln dann auch dementsprechend. Also, falls ihr Bock habt, dass ich mal einen Guide zu dem Game mache, sagt gerne Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Und dann werde ich mich an Video setzen. Ich nehme mal den Mauszeiger hier. Nein! Nachdem ich selber die Kontrolle übernommen habe. Ja, damit. Hallo? Nein! Hallo? Ich möchte gerne laufen. Hallo? Ich darf nicht laufen. Hallo? Warum darf ich nicht laufen? Okay, wir spielen Mauszeiger. Kein Problem, spielen wir mit der Maus. Oh, warum muss mir das hier jetzt passieren? Kannst du bitte laufen? Uryu, Speedy, lernen Sie laufen! Geh nochmal kurz raus vom Controller, nochmal rein. Rein da! Speedy, lernen wir da laufen? Ah, er hat laufen gelernt! Oh, jetzt ist es so. Oh, gut, dass uns das im Arena-Modus nicht passiert ist. Eieiei, das wäre kritisch geworden. Und tschüss. Es hat übrigens einen Grund, warum ich Uryu benutze, um diese Stage zu spielen. Und zwar weil. Oh, wir sind Gildenlevel gestiegen. Und zwar weil er sich aber am schnellsten bewegt und am weitesten mit seinem Uryu kommt. Also, das ist dieser Dash, den ich gerade gemacht habe. Der kann ihn besonders schnell ausführen. Oh nein, sag mir nicht, der ist noch 100. Oh, ich muss hier noch hochbringen. Okay, kein Problem. Kein Problem. Ich muss noch ein bisschen was aufbauen, damit wir durchsetzen. Ja, wir nehmen jetzt einfach alles im Klaus. Ah, die will ich gerne leveln. Ah, nur die Hälfte. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, 10 Level fehlen da noch. Gehen wir einfach nochmal in die Space rein. Auch kein Problem. Und los geht's. Okay. ただろ。クイーンシーは弓矢以外は使わないって。ベーン。
Ja. So, oh, jetzt ist sehr laut. Ah, geht. Ja. Aber im Lautstärke-Mix war das bei mir gerade echt, echt leise. Gut, dass mir jetzt aufgefallen ist. Leon, ich glaube, ich muss dich auch nochmal ein bisschen lauter machen bei mir. Beziehungsweise ich muss die Bleach-Musik einfach leiser machen. Ich hoffe, das passt dann auch im Stream. Da haben wir noch einen Toshiro, der gelevelt werden muss. Ja, das ist der, den ich vorhin gezogen habe, weißt du noch? Argument. Alles ganz entspannt. Ich esse ja eh noch gleichzeitig. Ach so, du isst gerade, okay. Der Data, wir müssen auch noch The Forest spielen. Ich habe jetzt schon Angst. Ich habe jetzt schon Angst, wir müssen noch The Forest spielen. Stimmt, das wollte ich mir gleichzeitig noch runterladen. Ja genau, ich habe nämlich richtig Respekt davor. Ich wette, auf dem Soundtrack ist ein brutales Copyright. Ich werde einfach komplett weggestrikt. Dann später auf YouTube. Ah. Ja, super. Ja, wow, ich muss nochmal durch die Stage laufen, damit er endlich sein Max-Level erreicht. Ah. Dauert ewig. Der Vogeltyp. Er will nicht auf Level 150 gehen. Bleach, du musst einmal bitte leiser werden. Ach, ich hätte doch einfach in den Kampf gehen können, warte kurz. Da kann man es ja auch einstellen, es geht sogar leichter. Mal gucken, ob ich morgen noch Stimme habe. Wäre schlecht, wenn nicht. Ja, also nicht wegen dem Stream, sondern weil ich eben in der Badewanne gesungen habe. Lul. Die Nachbarn richtig schön abgefuckt. Spaß, ich habe eine engelsgleiche Stimme. Die freuen so, sich der doch. Forest wird heruntergeladen. Der Wald? Ja, der Wald. Der Wald wird runtergeladen. Oh, war. Hab ich. Ah, ich weißt ich du, worauf ich ja richtig Bock hab? Worauf? Es kommt noch ein Game raus, das wird extrem wild. Noch ein Horror-Game oder was? Ja. Nein! Es war ein Horror-Game, was in einem, mäßig in einem Möbelgeschäft. Oh Gott. Spiel. Nein, sie machen die Schaufensterpuppen. Nee, nicht die Schaufensterpuppen. Das ist richtig creepy. Sondern du bist da nachts eingesperrt und so ein Mitarbeiter verfolgt dich. Okay, das ist noch gruseliger. Und dieses Möbelhaus ist auch bekannt. Ikea. Oh. Ein Ikea-Spiel? Mhm. Oh mein Gott. Auch noch lizenziert wahrscheinlich, ne? Schön Ikea-Werbung reingeklatscht für die neuesten Sachen. Ist ja nicht von Ikea. Das heißt auch ein bisschen anders. Ja, aber stell dir mal vor, Alter, das wäre der Marketing-Move. Die bringen Horror-Game raus in einem Ikea und patchen immer die neuesten Regale rein oder so. Oder in die neuesten Betten. Und dann kann man da drauf drücken und dann kann man sich die kaufen. Das wäre aber krank. Ja, ich weiß, aber auf die Idee komme auch nur ich. Ikea-Marketing-Abteilung, wenn ihr das hier seht. Ich will Anteile. Kaufen das als ihre eigene Idee. Pass mal auf. So, endlich. Jetzt will ich dich auf 150 bringen. Mir scheint auch übrigens gerade so ein Licht ins Gesicht. Ich habe diese Lampe wieder angemacht, wo die Kamera gerade drauf ist. Scheint mir schön ins Gesicht. Schön in die Fresse. Ja, sehr angenehm. Eigentlich könnte ich das Licht auch ausmachen. Aber warum sollte ich? Rangiku. So, der Faust ist sogar schon installiert. So schnell geht's. Was? Ja. Krass. Oh, ich habe nicht mal genug Urihimes, um sie hochzubringen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nur ein Forster hier. Morgen Abend oder Nacht, eher Nacht, schätze ich mal. Ich habe nämlich immer noch nicht rausgefunden, wann der Livestream Livestream stattfindet vom Bleach Brave Souls morgen. Da werden die neuen Charaktere angekündigt für Blood War Arc, gehe ich mal stark von aus. Ja, das oder Events? Beides.
ganz stark beides, denke ich mal. Na, ob sie wirklich die Charaktere direkt zeigen, weiß ich nicht. Okay, vielleicht nicht alle, aber einen, um. Also, alleine fürs Marketing müssen die einen zeigen, um einen richtig zu hypen. So Gameplay, also Gameplay jetzt nicht, aber vielleicht Artwork oder so. Ich glaube nicht mal. Als ob. Also wenn ich... Die werden, vielleicht, mache, nur einen, die werden vielleicht nur einen Namen sagen. Ja, okay. Das reicht ja eigentlich schon. Dann kommen die Theorien auf YouTube. Was für Charaktere dann kommen. Das wird richtig krass. Die werden nur einen Namen nennen von einem Charakter, der kommt. Ja, ich hoffe es. Sollen einfach Gameplay oder zeigen. Sogar einfach nur sagen, so, yo, es kommt ein Banner zum Film. Ja. Oder sie sagen, welche Charaktere drinne sind in dem Banner, die aber schon länger draußen sind. Also welche wiederkommen. Das würde auch reichen, um das Banner hochzuhalten, wenn das gute Charaktere sind. Also wenn der Babamoto dann kommt, dann muss ich da anders mein Leben verkaufen. Nein, da muss ich anders reingehen in das Banner. Du aber auch. Safe. Digga, wenn da ein Blatt so Art Ichigo drin ist, dann muss ich da anders reingehen. Definitiv. Ich will auch so ein Blood War Arc Ichigo. Da hab ich richtig Lust zu. Gut, dann bringe ich sie jetzt auf 70 und dann können wir eigentlich anfangen. Bist du schon in-game? Ja, ja. Okay. So. So, ich weiß nicht, ob einige von euch das Spiel auch gerade offen haben. Ich werde jetzt einfach ein Live-Summon machen. Oh, das Gilden-Level ist gestiegen. Unsere Gilde ist jetzt Stufe 14. Ich weiß, habe ich eben erhöht. Ich bin in die Stage rein und dann stand oben rechts, jo, erhöht. Gut. Also normalerweise sollte man sich die Dinger sparen. Für das neue Banner. So, ich möchte aber den Grimmjow haben. Oder gehe ich ins Force-Dings rein hier. In das Banner. Aber ja, wir gehen hier rein. Hier ist ein 5-Star garantiert. Also. Ich zähle runter. Wir machen Group Summon. Leon, kannst du auch gerade? Wahrscheinlich nicht, ne? Kannst du auch summon? Ne, ich bin von den Steps da nicht so weit. Ja, egal. Das ist noch besser, dann musst du weniger Orbs ausgeben. Ich will meine Orbs eigentlich noch aufsparen. Okay, dann mache ich es ohne dich. Also, Group Summon. Ich zähle runter. 3. 2, 1, und los! Ich wünsche euch allen viel Glück. Also jetzt ist eher eine Garantie bei mir. Oh mein Gott. Yoroichi. Da ist sie. Ich meine, ich habe Eisen auf dem Account, aber sie hat bestimmt einen guten Soul Trade. Komm, gönn ihr noch einen zweiten? Sieht schlecht aus. Komm, ein noch. Okay. Sehr interessanter Charakter. Eisen habe ich davon noch nicht. Auf 4 Sterne, auf Max Level gebracht. Muss ich machen. Den locke ich direkt. Ach stimmt, ich wollte heute sowieso Eisen spielen, ne? Im Arena-Modus. Oh, ich habe 9 Orders abgeschlossen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt richtig viele Charaktere gezogen, die ihr wolltet. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wenn ihr das hinterher seht, was ihr gezogen habt. Wie eure Summons waren. Würde mich sehr interessieren. Ob ihr euren Wunschcharakter gezogen habt. Oder ob ihr nur Müll gezogen habt, das kann auch sein. Dann Beileid für euch. Gut. Yoroichi habe ich erst auf dem Hauptaccount hochgebracht. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe genug Charaktere erstmal für Arena. Was die lila sind. Ich weiß immer noch nicht, ob es Intelligence oder Mind. Also in Mind oder Hard ist. Lila war Hard, bin ich der Meinung. Sicher? Würde halt besser passen, wenn das nicht hart wäre, sondern meint. Aber ich habe keine Ahnung. Nee, aber das war, glaube ich, hart, weil wir davon doch verwirrt waren, weil Rot ja nicht hart ist, sondern Power. Ja, genau. Naja, egal. Eisen.
Der ist halt viel, viel schwächer als der eine Ichigo. Ach so, ja gut, der hat auch Base. Links nicht so hoch. Strong Attack Recharge Time, nur 7%. Bei Momo. Okay, ich habe wirklich viele lila Charaktere. Okay. Also das wird erstmal kein Problem und ich level den jetzt direkt so weit, wie es geht. Level 5. Strong Attack Damage, 10% kriegt er da schon? Okay. Das werden interessante Matches jetzt. So, ich lade dich ein. Und dann müssen wir immer auf Replay gehen. Ja, warten Sie. Ja, mach ich. Und wir können wieder die Punkte für die Lizenz sammeln. Auch gut. In der Zeit trinke ich was, an der Zeit solltet ihr vielleicht auch was trinken. Immer schön hydriert bleiben. Wir trinken am Tag einfach viel zu wenig. Kann aber auch einige von euch geben, die einfach an der Flasche hängen und nicht von der wegkommen. Die sie direkt auffüllen müssen. Gibt's natürlich auch. Ich bin teilweise zu faul dafür. Ja. So, okay. Ich mach mich ready. Mach du dich ready, wenn du ready bist. Du bist schon Rang 6 mit deinem Uriu. Das ist schon richtig heftig. Ja gut, ich bin jetzt noch Rang 1. Ich bin noch ein süßer Rang 1 jetzt. Ich kann den Soundtrack auch nicht mehr hören bald. Ich muss den wieder wechseln. Ich meine, wenn man das Spiel startet, startet schon cool. Aber danach, Junge. Ich weiß gar nicht, was. Rang 10 ist der höchste. Rang 10 ist der höchste? Mhm. Ja, jetzt muss ich mal gerade. Ja, okay, aber theoretisch bei 6 hast du eigentlich schon alles freigeschaltet. Ja. Was so wichtig ist. Danach, das ist so nice to have. Nein, du kriegst noch halt so Medaillen für den Medal Exchange von den Arena-Medaillen. Okay, das ist cool. So, mach dich ready. Ich will spielen. Deswegen macht es halt Sinn, einfach um die Medaillen zu haben, den halt auf Rang 10 noch hochzubringen. Ja, wenn, also klar, du wirst wahrscheinlich jetzt erstmal nur den Uriu benutzen. Bei dir wird es dann Rang 10 wahrscheinlich werden. Ich wechsle meine Charaktere gerne durch. Ich kann einfach nicht nur auf einem Charakter bleiben. Mache ich aber in der Arena, um den auf Rang 10 zu kriegen, weil ich auch schon weiß, wen ich als nächstes spiele. Okay, wen spielst du? Als nächstes kommt der Ichigo, also der Fernkampf. Oh, das ist natürlich geil. Ich wollte sagen, mache ich auch, aber da müsste ich auf den Hauptaccount wechseln. Den habe ich hier gar nicht. So, da wir jetzt überwiegend mit Controller spielen, mache ich die Maus mal aus dem Bild, die stört ein bisschen. Jetzt müssen wir die Spieler suchen. Das dauert ewig. Ah, ich habe meine Uhr vergessen. Nein. Jetzt gucke ich immer auf meine leere Handfläche. Also ich mache die so hoch. Ich habe aber meine Uhr nicht an. Guck einfach in die Leere. Traurig. Wirklich traurig. Komm, zwei Spieler werden sich doch noch finden. Die tun so, als ob die Matchmaking haben. Werfen eh alles da rein. So, wenn wir wieder einen geilen Mitspieler haben, müssen wir auf Replay gehen, damit wir unbedingt mit dem Greta spielen. Gut, dass wir das gestern rausgefunden haben. Also, ja. Ich war dann einfach schon zu schnell und habe einfach weggeklickt. War nicht so schön. Ja, wir haben genug. Bitte keine Schwitzer. Bitte nicht. Das möchte ich nicht. Und auch kein Babamoto im Gegnerteam. Ich habe Angst. Bitte nicht. Ach, die Map übrigens, die gerade drin ist, finde ich voll cool. Die beiden.
Alter, wir haben zwei Rokas und ein Ichigo und zwei Urios. Was ist denn hier los? Oh nee. Ey, wir können übelste. Oh ja, den habe ich wegrasiert. Oh, da ist er wieder. Ichigo, geh weg. Ist das chaotisch. Hilfe! Ichigo ist hinter mir. Nein. Ich rute einfach rein. Lol, Double Kill. Hier, nimm das. Boah. Wir haben gut Punkte, gut gemacht. Ey, Laser. Oh. Wo ist eigentlich meine... Kann ich auch ein Upgrade haben, bitte? Ich hab Angst. Ah. Geht weg. Weicht von mir. Oh nein. Ich bin im Typenvorteil. Er auch. Nein. Oh Gott. Wir müssen grüne Charaktere besiegen. Ja, Digga. Was haben die gerade gemacht? Ja, die bestimmt waren... irgendwo reingeultet. Ja, die waren... Oh nein. Gib mir das. Ja, ich mach mir Schaden. Nein. Das hat funktioniert. Okay, alles klar, das ist ein OP-Tipp. Wenn du in so einem Angriff gefangen bist, musst du einfach... Oh Gott, zwei Rokas auf einmal. Musst du unbedingt einfach deine Ult zünden. Dann bist du unverwundbar. Also keine Fähigkeit, sondern die Ult. Dann machen dir die wiederholten Angriffe auch keinen Schaden mehr. Weil du killst ja wahrscheinlich den Gegner. Oh, Heilung. Oh nein, du musst die Charaktere töten. Oh Gott. Hä? Die stirbt nicht. Stirbt doch. Haben wir gewonnen? Ja, ja. Oh nein. Nein! Lass mich in Ruhe! Cooldown. Oh, ist das nervig? Oh ne. Die haben gestohlen, nein! So. Ja. Hallo, darf ich angreifen? Töte ihn! Nein! Du hattest einfach drei Ult-Teile. Ja. Ich weiß nicht mal woher. Ja, wenn du Gegner tötest, kriegst du die manchmal erste Runde direkt verloren. Jawohl. So muss das. Ja. Naja. Ich muss mein Eisen auch erstmal mit Charakteren ausrüsten. So, machen wir mal Replay. Vielleicht will der auch. Aber die zwei Rokas, die haben halt einfach sich gegenseitig Statusimmunität gegeben. Mhm. Nicht, dass wir jetzt zu dritt irgendwie den Status Veränderung zugefügt hätten. Also so passiv, also alle 5 Sekunden, wie bei Ichigo. Aber trotzdem wäre es nützlich gewesen für mein für die Angriffe, die wir haben. Gut. Direkt ready. Direkt das nächste Match reingehen. Jetzt will ich als auf meine Uhr gucken, die nicht da ist. Jetzt muss ich als auf mein Handy gucken. Weil wir so gegen 22 Uhr aller spätestens dann The Forest anwerfen wollen. Ja, sie. Aber alles gut, du musst nicht auf die Uhr gucken, das kann ich auch machen. Ja, so ein bisschen Zeitgefühl sollte ich da auch haben. Das sollte ich mir bewahren. Ich habe morgen immerhin noch ein Fußballspiel. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr. Mal eben gucken. Oh, vor allem nee. Steht da so morgen früh ist um 5. Ja, klar. Wäre jetzt auch kein Problem. Energy habe ich. Kaffee habe ich notfalls auch. Also so ein Eiskaffee. 13:45 ist Treffpunkt. Ich habe nur keine Ahnung, wo das ist. Weißt du, das Problem ist, ich merke mir die Plätze immer, wie sie aussehen. Und dann immer erst auf dem Weg dahin merke ich so, das ist der Platz. Ja, sollte ich mir mal merken. Ja, tue ich dann trotzdem nicht. Ja, genau. Ja. Tue ich dann trotzdem nicht. Ich weiß dann zwar, wie der Platz aussieht, wenn ich ihn sehe, aber wie ich hinkomme, keine Ahnung. Das Einzige, wo ich es weiß, ist Nordstadtstadion. Oh no. Ay, caramba. Haben wir wieder Uryu? Nee, wir haben Ichigo. Okay, aber bringt uns gar nichts. Oh nee. Lass mich bitte in Ruhe. Ja. Meine normalen Angriffe bringen halt so gar nichts. Hä? Oha! Meine Angriffe wurden einfach gesealed.
Jetzt reicht's. Spaß zu Ende. Beide tot. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Viel zu viel Damage. Oh, ups. Tot. Ja, hier. Bleib einfach tot. Lass mich einfach in Ruhe. Ja, ja, ja. Werde reingezogen. Nein, ich hab gerade meine Ult gemacht. Oh Gott, Hilfe. Ichigo ist. Ichigo ist hinter mir her. Er hat mich getötet. Nein. Er hat mich einfach getötet. Hallo, lass mich in Ruhe. Warum macht er so viel Schaden? Ey. Nein, ich bin wieder gedingst. Gesealed. Warum sind die so stark? Wir machen keinen Damage. Lass mich in Ruhe. Nein, nein. Lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich waste meine Ult. Oh nein, da ist er wieder. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, bleib bloß weg. Weiche von mir, Satan. Nimm das. Hallo. Mann. Wie nervig ist denn diese Statusveränderung? Nein. Bleib in meinem Loch gefangen. Nein, lass mich ruhig. Nein. Hilfe. Zu viele Gegner. Zu viele Gegner. Ich bin überfordert. Ich bin verstärkt. Ja. Ich habe die ganze Zeit so Angst. Und wir verlieren das Haus hoch. Ups. Abgerutscht. Boah. Als ob wir es nicht schaffen, denen das zurückzustehlen. Bitte. Warum sind wir eigentlich alle auf einem Fleck? Ich bin nie auf einem Fleck, ich bin überall. Ja, gerade am Ende. Ach so, oh wow. Unser Mate ist einfach geleftet. Er ist einfach aus dem Raum gegangen. Geil, danke. Solche Teammates möchte man haben. Ich hoffe, ihm rutscht der Ärmel ganz langsam unterm Wasserhahn in den Strahl. Nett ausgedrückt. Wow. Ja gut, da können wir ja Replay machen. Der ist eh raus aus dem Raum. Okay, ich bin jetzt aber Rang 2. Jetzt kann ich meinen zweiten Charakter da reinsetzen. Für mehr Strong Attack Recharge Time. Damit ich nicht 10 Stunden Cooldown habe. Sekunden können sich manchmal echt wie Stunden anfühlen. Gerade in dem Spielmodus. Claim. Gib mir die Belohnung. Yeah. Oh. Okay. Das kann ich bestimmt upgraden. Komm, ein Level noch. Ja. Level 6. Warte mal, hätte ich glaube ich für Ichigo aufheben sollen. Egal. Ich finde es halt super wichtig, wie viele Link-Slot-Potions man kriegt, ne? Ja, das ist richtig geil. Also, falls ihr nicht wisst, von was wir reden, warte, ich zeig's euch. Lizenzes. Hier. Die hier. Die gibt's in jeder Farbe. Von lila, gelb, grün, blau, rot und Rainbow. Ja, die gibt's dann aber auch nochmal in Glitzern, ne? Weil genau. Die gibt's dann auch nochmal, die heißen dann super Link-Slot-Potions. Nee. Es gibt die normalen nochmal in Glitzern. Ich weiß nicht, was das bringt, aber sie existieren. Hä? Ja. Wo meinst du das denn? Wenn du weiter nach unten gehst. Ja, sag mir mal die Zahl. Ja, so bei 1710 und so. Hä? Du bist gerade bei 1710, ne? Ja. Von den Punkten. Ja, weil, guck mal, da haben die jetzt nämlich alle so einen Schimmer noch drüber. Ich weiß nicht warum, die werden irgendwie special. Die sehen nur so aus. Das Item sieht an sich immer so aus. Sicher? Ja, ja, nur wenn wir es bekommen. Also du kannst ja mal drauf achten gleich, wenn du nochmal 30 Punkte kriegst. Wenn die sich ausgrauen, dann verschwindet der Effekt, glaube ich. Wir können das ja mal beobachten. Weil, soweit ich weiß, gibt es die beiden. Weil dann müsste es ja theoretisch ein System geben, wo das Ganze vielleicht, wenn du höherrangigere hast, dass du weniger davon brauchst als 100 oder 200. Aber es gibt ja nur die Super Link Slot Potions und die normalen.
Quasi. Wer weiß? Wer weiß? Ja, sehen wir ja gleich. Ich hoffe, wir bekommen einen guten Mate, den nicht vielleicht braucht man geht. Vielleicht braucht man die glänzenden auch für spätere Level. Ja, das kann ja sein. Es geht ja nach 10 noch weiter. Ja. Aber da brauchst du dann Droplets des Todes. Mhm. Oh, da habe ich gar keine Lust auf den Grind. Die Droplets. Dafür wird ein ganzer Urlaub drauf gehen. Oh! Oh no! Oh mein Gott, wir haben Babamoto! Ja. Und die Map! Oh Gott, ist die geil. Die Gegner sind aber auch nicht schlecht aufgestellt, ist das Ding. Ja, ich kenne die Nell nicht. Ich weiß, hab keine Ahnung, was sie für Skills hat. Oh. Ich hab wirklich keine Ahnung. Rio, lass mich Ruhe. Oh. Okay. Also Nell ist auf jeden Fall sehr nervig. Die hat, glaube ich, eine Passive, dass die meine Fähigkeiten zielt. Dass ich die kurze Zeit nicht einsetzen kann. Was ich nicht so geil finde, ehrlich gesagt. Nein. Lass mich Ruhe. Warum mache ich dem jetzt keinen Schaden mehr? Ah, okay, mache ich doch. Nein! Sind wir alle aus dem Raum? Nee, ich nicht. Ich habe einfach Connection Timer bei mir. Nur du. Was ist denn das? Babamoto ist auch noch da. Nee, ne? Kann ich irgendwie wieder joinen? Ich muss das jetzt ausprobieren. Wie dumm ist das denn? Nee, kann ich nicht. Wie dumm ist das? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich werde das Match in deinem Namen beenden. Ja, aber ich kriege eh keine Punkte dafür. Das stimmt, aber der Sieg ist alles, was zählt. Für dich ja, für mich nicht. Dein Name steht ja trotzdem okay, bei mir. Okay, dann mach einfach mal Replay und lad den Babamoto mit ein. Ich glaube, das wird ganz gut. Außer ihr verliert. Nein, er hat auch den Raum geleftet. Ich bin alleine. Sag ich doch, er ist auch raus. Ah, jetzt werde ich komplett gefickt. Ja gut, eigentlich bist du auch rausgeflogen, du weißt es nur noch nicht. So, was machen wir in der Zeit? Und wie war euer Tag so? Schreibt's jetzt in die Kommentare. So. Ich habe das Match oder aufgegeben. Das geht die auch. Haben mir nämlich sämtliche Points gestealt. Bist du gerade einfach rausgegangen? Ja. Hast du einfach geleftet? Ja. Übrigens bekommst du hier keinen negativen Malus dafür, wenn du rausgehst. Wenn du merkst, das Team ist kacke, kannst du einfach rausgehen. Ist ein bisschen assi, aber du bekommst hier keine negativen Effekte von. Hat auch der eine YouTuber da gesagt, bei dem ich mal so reingeguckt hatte. Der hat das einfach mitten im Video, er ist einfach rausgegangen. Richtig ehrenlos. Ich würde doch den Kampf wenigstens zu Ende führen. Am Ende kann man es immer noch drehen. Ey! So, ich habe dich eingeladen. Alter, ich habe 2000 Punkte, ich kann mir ein 6 Sterne Summon Ticket holen. Oh ja! Von den Arena Medaillen. Richtig gut. Dann kann man sich nur ein einziges holen. Ja, was willst du denn mehr? So, jetzt trinke ich erstmal was. Nicht, dass mir auf einmal der Atem wegbleibt. Ich habe es gekauft. Seitdem mein zweiter Account in dem Dings ist, sind wir aber 3 Level gestiegen in der Gilde. Richtig. Nee, wir cool. Sind auch schon 2 gestiegen, einfach nur nachdem du wieder aktiv gespielt hast. Ja, gut, das stimmt. Warte mal, wenn ich jetzt weiter hochgehe. Blackfire joined the Guild. Das war mein anderer zweiter Account, der jetzt leider weg ist. Wie geil. Firelexer became the new Guild Leader. Und danach du direkt. LePlay14 became the new Guild Leader. Dann sind wir Level 9. Dann sind wir in der C-League geblieben. Dann kam mein einer zweiter Account. Und seitdem sind wir irgendwie 6, 7 Level gestiegen. Auch nicht schlecht. Ich hoffe, wir bekommen jetzt keinen Connection Timer. Und wenn das jetzt nur einmal passiert, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Wenn das jetzt jede zweite Runde passiert. Ja, dann zwingt dich das Spiel zu The Forest. Dann spielen wir The Forest. Das ist ein Zeichen. Dann will der Stream nicht leiden sehen. Ich habe vergessen, Windeln einzukaufen. Ja, so, Mist. Musst, ja. Hast du welche noch da? Schick mal rüber. Nee. Musst du die halt einen Eimer am Arsch festbinden.
Was ist das denn für eine Idee? Jo, Improvisation. Ja, Improvisation. Hilfe, jetzt vibriert hier mein Tisch. Beruhig dich. Beruhig dich. Keine Vibratoren hier. Ja, wir haben wieder einen. Bitte. Ja, aber wir haben auch kranke Gegner, aber... Ja, okay, übertreib. Das ist voll unfair, du kannst dich viel schneller bewegen als ich. Darf ich auch mal was machen? Ja. Bam! Dafür habe ich die Range. Mit meinen Angriffen. Yeah. Nein, lass mich in Ruhe. Alter, wie nervig. Haben die gestealt? Warum? Wie kann das sein? Och nee, der Shinji hat ein Dings. Oh, okay, ich bin im Vorteil gegen den Shinji. Der hat Last Ditch Survival. Hallo? Ich darf nicht ulten! Wie unfair! Hallo! Bitte! Oh, oh. Ja, hier hinten. Arena Mission failed. Ja, danke dafür. Hä? Mir wurde hier gerade ein Gegner angezeigt. Manu. Ja, ich laufe jetzt nicht nach oben. Das macht gar keinen Sinn. Shinji! Nein, das ist... Oh, das Ding. Hallo? Wo will meine Ult hin? Hier links ist mein Gegner. Haben wir jetzt mal gestealt? Ja, wir haben es geschafft zu stealen. Nein, lass mich in Ruhe. Wir killen einfach alle Gegner hier. Nee, Shinji, ganz schlechte Idee. Hilfe, nein! Ich kann wieder nicht ulten. Ah! Okay, jetzt arras ich aus. Shinji. Oh oh. Bleib einfach liegen. Bleib liegen. Mann, wie unfair. Stirb. Er steht einfach wieder auf. Ich hab gesagt, bleib liegen. Ja. Wir haben es wieder ausgeglichen. Oh ja, gegen die kämpfe ich gerne. Nein. Oha. Nein. Ich bin gestorben. Ich spüre meine Beine nicht. Ah. Rächt mich. Ich bin auch tot. Wir müssen unbedingt zurückziehen. Die Zeit ist um. Och, ey. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, mit Eisen machen wir ein bisschen mehr Damage. Irgendwie scheinbar nicht. Ja. Ja, da helfen diese trostlosen Belohnungen auch nicht und ich bin einfach rausgegangen. Das ist so ein Reflex. Ich kann ihn nicht unterdrücken. Einfach gelieft. Rage Quit. Easy. Okay, claimen wir jetzt. Komm, irgendwas Gutes. Wow. Okay, ja, Linkslot Potions sind gut. Die sind immer gut. So, jetzt reicht's. Ich wechsle meinen Charakter wieder. Ich habe keine Lust. Wir haben nur Pech. So, jetzt machen wir die andere Taktik. Du weißt ja noch, welchen Charakter wir beide als richtig gut deklariert hatten. Mhm. Wow, wie ich nur Strong Attack Dinger habe. Support. So, jetzt bleiben wir alle mal ein bisschen cool. Schlechter Wortwitz. Ich hab dich eingeladen. Dann probieren wir das mal. Er ist ein Red Character, den kann ich auch hoch trainieren. Damage to Frozen Enemies 20% hoch. Sehr gut. Jetzt kommt Toshiro Plays. Auf ganz entspannt. Jetzt kommt das coole Gameplay. Jetzt rege ich mich nicht mehr auf. 5 Sekunden später. Nein. Vorausgesetzt, wir kommen noch ein Game. Ja, erstmal muss ein Gegner da sein. Vielleicht kommen jetzt auch keine Gegner mehr. Also ich habe jetzt die Chance, alle 5 Sekunden einen Gegner einzufrieren. Ja. Ist natürlich praktisch. Wenn wir jetzt noch einen Ichigo bekommen, der alle 5 Sekunden paralysiert und Schwächeeffekt gibt, wird's ekelhaft. Außer sie haben einen Charakter, der vor allen Statusimmunitäten, also alle Statuseffekten immun macht.
Wäre es schade. Ich find's auch ein bisschen doof, dass ich Roka hier nicht habe, weil dann hätten wir auch Statusimmunität. Das wäre gut. Immerhin bin ich gegen Feuer immun. Ja. Komm, du schaffst es, ready. Oh, ja, okay, gut. Babamoto ist im Gegnerteam. Natürlich Roka, das heißt, mein Effekt bringt wieder und, überhaupt nichts. Und diesen komischen Vogel. Und der Vogel. Der stirbt zuerst. Gegen den bin ich sehr effektiv. Ich schieße einfach mit Schneebällen. Schneeballattacke! Los. Ah, das ist Babamoto. Ja, ach so, Babamoto macht auch Statusimmunität down. Oh ja, warte mal. Ah, nein, lass die Ruhe. Welcher von mir? Nein. Schlittenangriff. Ult. Eisdrachenattacke. Hallo. Stirb, alter Opa. Das Gute ist, er verbrennt mich nicht. Hier, nimm. Fang meinen Schlitten. Ha. Der Weihnachtsmann hat angerufen. Er will seinen Schlitten zurück. Oh nein. Nein, nein, nein. Eisangriff. Kannst mir nichts. Ich bin zu cool für dich. Oh, wieder die nervige Status. Veränderung. Aber ich bin halt auch... Alter. Ich bin halt auch im Vorteil, was den Typen angeht. Muss ich meine Ult bitte haben? Danke. Ja, da unten komme ich nicht hin. Bisschen doof. Schlitten! Gegen Hiruni. Yorimaru. Angriff! Kuppelangriff! Ach ja, natürlich müssen wir Gegner besiegen, die bei mir im Typen Vorteil sind. Eine Einheit? Das kann jetzt nicht sein. Vor allem, ich bin einfach fast tot. Bin einfach fast wieder tot. Ich will ihn killen. Ich muss ihn killen. Ich brauche Heilung. Oh Gott, die spawnen beide bei mir. Ich hab Angst. Nein, bleib weg. Nein, 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 nein. Hier, fang. Haben wir gewonnen? Nee. Es war so knapp. So knapp. Guck dir die kleine Yoruichi an. Das kann doch nicht sein. Aber ich war am Ende auch immer fast tot. Ich konnte nicht angreifen. So, das war meine Ausrede, Leute. Ich habe aber auch wenig Punkte gemacht. Wobei, geht. Ich habe mehr gemacht als Ichigo. Ja, okay. War okay, hält sich in Grenzen. Gehen wir aber nochmal rein. Will der Ichigo mitmachen oder nicht? Jetzt ist seine Chance. Scheinbar nicht. Okay. Dann ist jetzt Zeit, aber was zu trinken. Das dauert nämlich. Schön die Lizenzen. Oh, ich habe drei Missionen erfüllt. Was ist das denn? Soul Reaper Dings? Oh, wie geil. Einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen. Cool. Ready. Die Toshiro Tactics und Plays werden noch gut. Definitiv. Das nächste Match, das gewinnen wir. Das sehe ich kommen. Wenn wir das jetzt verlieren, dann gehe ich einfach weinen. Dann lege ich mich hier rechts in mein Bett und weine einfach. Ich gucke mich selber mal an. No Affiliation? Das ist schon geil. Strong Attack Recharge Time ist das Soul Trade. Bringt mir nur in Arena nichts. Special Move All Stats Up. Ja, such Gegner. Bitte kein Roka. Bitte. Und auch kein Babamoto. Auch wenn der tatsächlich gar nicht viel Schaden gemacht hat gegen mich. Oder ich habe vielleicht auch einfach Knick in der Optik und habe das übersehen. Aber der war nicht der Schlimme. Tatsächlich war der Vogelmann schlimm. Ich weiß wirklich nicht, wie der heißt. Das ist jetzt ein schlechter Scherz. A network error occurred.
Please try again with a better connection. Title Screen. Danke dafür, ein Blali. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir wechseln das Spiel. Wir gehen in The Forest rein. Es soll jetzt einfach nicht sein. Wir kriegen nur auf die Fresse. So, das war's mit dem heutigen Part von Bleach Brave Souls. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Arena-Modus so findet in Bleach Brave Souls. Vorausgesetzt, ihr spielt ihn überhaupt. Wenn nicht, dann kommentiert euren Lieblingscharakter aus dem ganzen Bleach-Universum. Bin ich mal gespannt, was ihr so droppt. Ihr könnt natürlich auch gerne aus dem Thousand-Year Blood War Arc irgendeinen Charakter nehmen. Aber bitte nicht spoilern, also ihr könnt den Namen reinschreiben und wieso er euer Lieblingsding ist. Versucht so spoilerfrei wie möglich zu halten für die Leute, die es noch nicht wissen, die den Manga noch nicht gesehen haben und jetzt hyped auf den Anime sind. Und dann lasst gerne ein Like und ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da und folgt mir auf Twitch, damit ihr den nächsten Stream nicht verpasst. Bis dann und ciao, euer FireAlexa. Macht's gut!